Ja, wir fahren jetzt alle in die. Nee, wir können. Wenn ich das sage, dann spoilere ich wieder. Wir fahren gleich in die Wüste. Gleich? Das macht erst um 9 auf. Genau, das wollte ich nicht spoilern, Felix. Oh mein Gott, das ist ja noch nicht immer spoilern, das sagt die Frau dir sogar. Ben weint schon, der dreht sich schon. Also, Felix' Geschichte fertig. Ich will das noch fertig erzählen. Okay. Also, sie hat ein Arbeitsblatt bekommen mit 30 Berufen darauf und mit Beschreibungen dazu. Und sie sollte bei den Beschreibungen sagen, wie der Beruf heißt und bei dem Beruf sagen, was der macht. So. Und die ist ein halbes Jahr hier. Jetzt frage ich euch, was macht ein Tierarzt? Ja, behandelt Tiere. Behandelt Tiere. Genau. Was musste sie lernen? Sterilisieren, kastrieren und Schutzimpfungen What geben. What the fuck? Ja. Wo ich halt auch da saß, so, weißt du, das waren 30 Berufe und mindestens bei fast jedem zweiten waren mindestens 3 Begriffe dabei, die sie einfach nie brauchen wird in den nächsten halben Jahr. Ja? Was einfach total frustrierend ist, so viele Vokabeln lernen zu müssen für eine Hausaufgabe, die du einfach nie wieder brauchst. Ich habe einen Satz des Pythagoras gelernt und Stochastik, das brauche ich im späteren Berufsleben. Ja, natürlich nicht. Aber doch, mal, das kann man im normalen Leben benutzen, ja? Das ist Stochastik. Ja, aber so, weißt du, so dieses, sie sollte vielleicht erstmal lernen zu sagen, behandelt Tiere, bevor sie... Ich wollte gerade sagen, du lernst ja nicht in der ersten Klasse. Nee, und ich habe ihr auch erstmal erklären müssen, was Tiere sind, weil sie das Wort überhaupt nicht kannte. Auf dem Niveau ist sie, ja, und dann soll sie kastrieren, sterilisieren und Schutzimpfungen lernen, ja. Das ist dann echt schon ein bisschen... Und was stand bei Polizisten, was würdet ihr sagen, macht ein Polizist? Bewacht Menschen, führt Kontrollen durch und sorgt für Sicherheit. Das würde ich ein bisschen allgemeiner formulieren, aber das wird schwierig, das in einem kurzen Satz zusammenzufassen. Vertritt das Gesetz vielleicht. Sicherheit und vertritt das Gesetz, genau, die Exekutive. Aber so Sachen waren dabei und unter anderem dann auch erstellt Strafmandate. Was okay. ist, what? Welcher normale Deutsche sagt, der Polizist erstellt Strafmandate? Das sagt kein Deutscher, das sagen die Behörden. Also... Und die erstellen ja das Zeug auch. Das ist ja zum Beispiel, du würdest da zum Beispiel, kein Deutscher würde zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel. Wenn du aus jemanden aus der Mittelschicht nimmst, niemand würde einen Einbürgerungstest bestehen, geschweige denn einen deutschen Satz in Plusquam perfekt bilden können. Ja, aber ich finde es halt so, ich erinnere mich dran, wie ich Französisch und Englisch gelernt habe und es ist einfach mega frustrierend, die ganze Zeit Vokabeln zu lernen, die du einfach... Warum nehmen wir immer noch verschiedene Scheiß-Saat-Dinge? Wir haben so viele, hör auf mit dem Quatsch! Ich gebe dir gleich, hier hören wir 80 auf. Was willst du mit 100 fucking Auberginen-Samen? Das wollt ihr mit 6 Edelsteinen. Warum denn nicht? 100 ist eine runde Zahl, 80 kann sich doch kein Mensch merken. Ich besame dich gleich, wenn du noch mehr solche Samen machst. Mit den Samen, ja. Warum ist jetzt das Schwert da abgebildet? Ich krieg den Mais nicht mehr. Jetzt ist der Mais wieder zurück. Ich wollte aber auch nicht den Mais, ich wollte einen Mais-Samen. Och Mann, jetzt läuft alles nicht so, wie ich will. Kannst du mal aufhören, deine dreckigen Fantasien spinnen zu lassen? Diese dreckige Fantasie. Guck, ich mach sogar Auberginensamen oben hin. 9 Stück noch. Komm, die kriegen wir noch zusammen. Wie viele von dem Reifenbeeren haben wir denn? Dreckige. Das ist doch gar nicht. Das ist immer so anstrengend, wenn bei dir irgend sowas eskaliert, ey. Warum haben wir eigentlich Qualitätsdünger? Wo haben wir den denn her? Keine Ahnung, aber es ist doch, das sind doch nur fucking 100 Auberginen, meine Güte. So, wir wollten was ist denn ein Feenstein? Wir wollten in die Wüste. Wir wollten in die Wüste. Ben, kommst du mit in die Wüste? Ich mach jetzt Abigail ein Geschenk. Ich schick dich gleich in die Wüste. Kannst du dann noch abends in der Kneipe machen? Dann nein, Abigail ist nicht abends in der Kneipe. Dann fahr ich halt mit Lumi Alena in die Wüste. So, dann spoilern wir jetzt auch nicht mehr, weil dann jetzt hättest du es ja potenziell sehen können. So. Cool, ich fahr Alena. Ich kann hier nicht rein. Am besten sind die zwei Ölflecken. Links unten gibt's an dem Schalter gibt's ein Ticket. Ach. Der Bus ist tatsächlich dreimal. Nee. Ich mache es auf euch. Bei mir bist du zusammen mit mir ausgestiegen. Ja, aber wir müssen auch gerne noch warten, weil der so. Kommt mit dem späteren Bus. Danke, Panze, für den Raid von den 3 Leuten. Herzlich willkommen in meinem Stream. Wir spielen gerade Stardew Valley zu dritt und sind ganz schön durcheinander. Deswegen rede ich jetzt laut einfach über die andere drüber. Dankeschön fürs Einschalten und ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Normalerweise spiele ich Forza, aber an einem Tag in der Woche spiele ich mit den 2 Chaoten hier. Lumi, hast du das Ding hier mit? Die Hacke? So, ja. Ich hab die Hacke mit. Du sollst nicht alles weg. Lass es sonst Benny eins. Och, Entschuldigung, kann ich es wieder hinlegen? Nein. Mahlzeit. Hier oben auch noch. Ich war gerade nur etwas abgelenkt. Von? Ich hab gerade einen Raid bekommen. Oh, schön, Glückwunsch. Und der ist ein bisschen laut und ein bisschen lang und hier ist eine Totenkopftür. Geh ich mal rein, oder?
Du steckst den Schädelschlüssel in das Schlüsselloch. Es passt perfekt. Was ist das für ein Benjamin? Nee, hier will ich nicht Hermine verlassen. Wo hast du denn den Schädelschlüssel her? Weiß ich nicht. Ich habe aber den Schädelschlüssel. Danke jedenfalls, Panzer, für den Host. Super lieb auch von dir. Ja, wir haben ja wahrscheinlich mal irgendwann eine Mine. Ich habe die Sachen aus der Mine ja schon mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo man den kriegt. Keine Ahnung. Was habt ihr denn gespielt, Panzer? Hier unten sind noch mal reingeguckt, aber ich hab's vergessen wieder. Hier ist die Oase. Dieses Kürbisding zum Einsammeln genommen? Nee, was ist denn hier in der Oase? Ich habe eine Zwischensequenz. Die kriegen wir dann auch. Warte, ich komme runter. Eine Kunde? Haben wir nicht gesagt, ich spreche die vor. Du bist nicht hier. Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst, wie der neue Hofbesitzer aus, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sternentautal wieder. Oh, ich bin so froh. Hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Genau. Ja, Panzer, mir ist alles fit, wie du gerade gemerkt hast. Ich lese immer ein bisschen so Rollenspiele. Warten wir, hier gibt's einen Zuhälter. Nein. Da, der Türsteher hier ist eigentlich ein Zuhälter. Hi. Ich hoffe, bei dir ist auch alles fit, Panzer. Alles im Lot. Du kriegst jetzt auch ein Mais. Oh, siehst du, die freut sich über Mais. Deine scheiß Abigail freut sich nicht über Mais. Meine Scheiße, ich geb dir gleich scheiß Abigail. Rote Beete. Rote Beete gibt's hier. Ich muss noch diese Früchte angucken. Ich will ja nicht spoilern. Soll ich ein bisschen. Rote Beete haben wir noch nicht. Soll ich das kaufen? Und das wächst sogar noch hier im Herbst ran. Ja, kauf's halt. Ja, kauf ist gut. Aber lass bitte noch 500 übrig. Ich will jetzt morgen in die Wüste. Ja, planen Sie im nächsten im Frühling Rhabarber. Gut, kann man hinfahren. Man kann die Bäume fällen, das wusste ich auch noch nicht. Kaktussaat. Ja, das ist das Erste, was du ausprobierst. Kaktus kann nur innen gepflanzt werden, braucht 12 Tage. Ja, der muss im Gewächshaus pflanzen, Benni. Wir haben kein Gewächshaus. Noch. Und da gibt's Unkraut? Wie geil. Ja. Ich fäll nochmal was und geh dann weg. Oh, hier ist eine Kokosnuss. Türkischer Türsteher, du kommst hier nicht rein. Mir hat nur Hi gesagt. Ach, ich hab extra gesagt. Genau. Mir da auch nur Hi gesagt. Das war gerade von einem Zuschauer von mir. Achso. Du kommst hier nicht rein, Mann. Oh, alles klar bei den Digger. Ja, das mache ich. Weil es ist alleine so schwer. Nee, ich hab nicht mal irgendwas zum Zuschlagen. Ich hab dieses verkackte Holzschwert, weil du mir kein ordentliches besorgt hast. Keine Ahnung von der Mine. Dann kannst du sie mir ja zeigen. Das interessiert den Ben doch eigentlich eh nicht mit der Mine. Eben, da kann ich ja in aller Ruhe spoilern. Nein, nicht spoilern, weil da weiß ich nicht alles. Halt einfach deine Klappe und zeig mir was. Zeig's ihr, Felix. Gib's ihr, ja, richtig hart. Müsst ihr aber, ich schreib dir das. Der Ben macht schon das, was er am besten kann, angeln. Schreib dir das trotzdem über Discord. Nein, du schreibst mir nichts über Discord. Ich will nichts wissen. Weil, wie soll ich dir sonst zeigen, oder? Ach. Indem ihr da reingeht und ihr da durchlauft. Das müssen wir ja eh machen. Durchlaufen, oder? Sandfisch. Also wir brauchen auf jeden Fall für jeden von uns ein Energietonikum. Wichtig. Wir müssen halt hier irgendwie überleben. Wir haben 17 Uhr, ne? Ihr habt gar nicht mehr so viel Zeit. Ach Quatsch, der Bus fährt bis 19, 20 Uhr Digge zurück. Der fährt bis zum St. Nimmerleinstag zurück. Ne, mir ging es ja darum, dass ihr dann noch wieder zurückkommen müsst und pennen und so. Ach, Hasi, wir haben 5, wir haben nicht 23 Uhr. Ich bin kein Hasi. Ich habe nur eine Schlaufe auf dem Kopf. Hasi. Wir sind alle Männer hart. Benni, hast du dir das ganz rechts hier oben noch angeguckt? Nee, noch nicht. Nee, ich hab da nichts gesehen, was da irgendwie sonst wäre. Das sind einfach nur drei Säulen. Der scheiß Schaden. Ja, eben. Ist so ekelhaft. Wow. Später entscheiden, deswegen merk sie dir. Danke für diesen Spoiler. Das war kein Spoiler. Natürlich, bis jetzt dachte ich, die sind halt einfach nur da. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass die für irgendwas wichtig sind. Und du hast mir gerade gespoilert, dass die wichtig sind. Ich habe gar nicht zugehört. Um was geht's denn? Die drei Säulen hier draußen. Und Felix, die nicht die Klappe halten kann. Hat er gesagt, dass Klappe halten kann? Ja. Ja, komm, also ganz im Ernst, die sehen so offensichtlich aus. Da bist du doch nein, ich dachte wirklich, die sind nicht wichtig. Du hast doch nicht im Ernst vorhin gedacht, dass der Bus nicht für irgendwas wichtig ist, oder? Ich dachte, das wäre halt einfach, damit du ein bisschen mehr Platz hast. Was, der Bus? Ja. Damit du ein bisschen noch andere Sachen farmen kannst. Hm. Ist klar. Also ich für meinen Teil. Nehmt mal an, dass ich keine Rückschlüsse ziehe bei Ben, allen. Also habt ihr die Mine ja schon erwähnt. Der hätte einfach für die Mine wichtig sein können, ja? Dieses Ding, was da ist mit diesen Säulen, ja? Ich habe auch keine Ahnung, wofür das gut ist, aber ich frage mich schon die ganze Zeit, wofür die Säulen gut sind. Ich weiß aber deswegen.
Ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, wie es... Aber seit ich das erste Mal in der Wüste bin, frage ich mich, wofür die Dinger gut sind, weil ich die nicht auffällig sind. Ich finde die nicht auffällig. Das ist halt einfach Teil der Wüste. Ben, dann ist es zwischen uns beiden kein Spoiler, wenn ich dir sage, guck mal, hier sind Säulen. Glaubst du nicht, die könnten für was wichtig sein? Ich weiß nämlich nicht, wofür die sind. Da hätte ich auch nichts gesagt. Felix hat ja gesagt, ja, die sind wichtig noch. Ja, Felix ist alles wichtig. Ich habe aber auch nicht gesagt, wofür, ne? So, ich finde das trotzdem doof zu sagen, guck mal, da ist noch wichtig und da ist noch wichtig und da musst du mal hingucken, das ist auch noch wichtig. Ja. Macht man nicht. Doch, das ist ein Spoiler. Nein, fahr jetzt zurück. Keiner. Ihr könnt mich mal. Ich bin schon längst zurück. Ja. Das ist wie wenn ich sage, bei Fast and Furious kommen Autos vor. Oh, nein, wow. Das ist was anderes. Nee. Wenn du mir sagst, bei Fast and Furious irgendwie hier Han stirbt, gesagt, das ist es halt. Ich schon gesehen. Oder wenn du mir sagst, beim dritten Teil Han wird wohl nicht mehr auftauchen. Das ist ungefähr der gleiche Spoiler. Dass du die Säulen schon gesehen hast, also habe ich ja noch nicht immer gespoilert. Doch, du hast mir gesagt, dass die wichtig sind. Verdammte Kacke, Mann. Ja, die Haustüren sind auch für was wichtig, zum Monster abhalten. Danke, Ochi. Das denke ich auch gerade die ganze Zeit. Was hat er geschrieben? Ich gucke im. Ich kann ja gar nicht nachgucken, wenn ich. Ich kann aber nachgucken. Den angucken im Dings. Olle Zicken da hat er geschrieben. Ja, das genau. Machen wir immer so. Du hättest uns Erlebnis, als ich mit Benny und dem Mark nach Rügen gefahren bin und wir eine Grundsatzdiskussion hatten. Ich weiß nicht mehr über was, aber wir haben uns 3 Stunden köstlich unterhalten. Moment, nur alle Kaktus anderen nicht, die mit im Auto und, nee, und Marco saß hin, so, oh, könnt ihr nehmen, die Buff mal? Nein, wir diskutieren jetzt. Du sollst es nicht essen, Lumi. Ich wollte es auch nicht. Du sollst nicht alles in den Mund stecken, was dir vor die Füße fällt. Ich bin nein, ja nicht Lumi. So wie du, Ben. Du musst dich immer von mir auf andere schließen. Nicht den Spaß. Genau, ich muss von dir auf andere schließen. Das ist vollkommen richtig. Immer gut. Der Versprecher war einfach göttlich. Lass mich. Der Meile wäre schon wieder gejagt von der Fledermaus. Oh Mann, du machst mich schon mal fertig. Nur weil du so eine gute Vorlage lieferst. Ja, deswegen werde ich die Fledermaus auch nicht töten. Das ist nicht mein Problem. Sieht mich nicht. Aua, sieht mich doch. Ich habe ein Iridium gefunden. Jetzt haben wir schon 5. Wenn wir haben wir auch Kohle irgendwo? Wo packen wir denn jetzt die Sammelsachen von der Wüste hin? Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach in die orangene Kiste geschmissen. Okay. Ah, orangene Kiste. Jetzt schieb deine Fledermaus jetzt zu mir ab, die gehört dir, ganz allein. Die kannst du schön haben. So, du hast sie verdient. Gar nichts verdient, außer nee, Streichleinheiten. Nee, das ist nicht so schlimm wie Jungs. Wenn Jungs erstmal anfangen zu zicken, hören die so schnell nicht wieder auf. Wir zicken gar nicht. Wir waren unterschiedlicher Meinung. Wir zicken gar nicht. Ha. So habe ich das nicht gesagt. So hast du das gerade gesagt, ja. Du hast gesagt, wir zicken gar nicht. Das ja, aber gut. Nicht in so einem komischen Tonfall. Nicht, wir zicken gar nicht. Nein. Doch, du musst mal deine eigene Stimme erforschen. Meine eigene Stimme? Die klingt so, wir zicken gar nicht. Oh, wir zicken gar nicht. Do. Man braucht definitiv weniger Alkohol das nächste Mal. Ich habe überhaupt keinen getrunken. Wenn ihr trinkt nie Alkohol, seid ihr immer... Naja, egal. Ich spoiler nicht. Das wird doch irgendwann zum Insider, der Auszug, echt. Es ist ja nicht mal ein Insider, wenn es offensichtlich ist, was damit gemeint ist, man irgendwann nicht verrät. Soll ich erzählen, was damals passiert ist, Benny? Das kannst du erzählen, das ist mir relativ egal, aber ich spoiler nicht, kann kein Insider werden, wenn damit einfach nur meinst, du verrätst irgendwas nicht, was ja genau der Begriff von ich spoiler nicht ist. So, jetzt erzähl mal, was ist passiert? Ich glaube 2009 war das, kurz ja, vor Weihnachten. Damals, wo es die DAFA noch gab bei uns in der Bibliothek. Ich unterbreche ihn mal nicht, ich höre mir eine Geschichte an. Kurz vor Weihnachten, ich glaube 22. oder so, sind wir noch feiern gegangen mit Freunden. Und ich dachte, hatte halt Bundeswehr relativ frisch, also war ich schon ein halbes Jahr bei der Bundeswehr, da war ich ja schon eine Weile dort. Hatte ich also ein bisschen Geld, zumindest mehr als ich während meines Abi-Zeit hatte. Und dachte mir so, ja, gehen wir mal zum Kumpel, gehen wir mal vorglühen. So fing das an. Da bin ich von mir zu Hause zum Kumpel gelaufen, hat ungefähr, ich habe 5 Stufe 7 erreicht. Sehr schön. Ein Schwank aus der Jugend, sehr schön.
habe ich ungefähr 15 Minuten gebraucht, um da hinzukommen und habe mir auf dem Weg da noch in einem Spätshop so eine 0,3er Flasche kleiner Feigling geholt. Mhm. Die war alle, wo ich da war. Okay, das kenne ich noch nicht. Aber darf ich ergänzen, wenn du was vergisst? Darfst du schon, oder darfst mich zumindest darauf hinweisen, ja. So. Dann waren wir dort bei einem Kumpel, und sind von dem aus, wie sind wir da hingekommen? Wir sind, glaube ich, mit der Bahn in den Disco gefahren. In die DAFA. Genau, das war so ein Großraumdisco, so eine typische. Und dort habe ich mir halt gedacht, eigentlich könntest du ja heute mal ein bisschen was trinken. Und habe angefangen mit, ich glaube, ein Cocktail irgendwie, so ein relativ hochprozentiger Cocktail. Tatsächlich bin ich da noch mit der Kellnerin ins Gespräch gekommen, weil ich bin irgendwie einer der wenigen gewesen, die es mal bestellt hat. Die so, ich wollte schon immer mal wissen, wie das ist. Und darf ich mal probieren, hat mich wirklich die Kellnerin gefragt. Habe ich die noch probieren lassen, wo der Cocktail, ja, ganz lecker. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, wo ich den Cocktail fertig hatte, irgendwie klatscht das nicht. Habe ich mir, glaube ich, Rum Cola bestellt. Irgendwie hat das auch nicht, also irgendwie habe ich davon auch nichts gemerkt. Und irgendwann war ich bei Stroh 80 Energy. Mhm. Und dann habe ich gemeint, ich merke immer noch nichts davon. Und habe ein paar mehr getrunken. Okay. Und ich glaube, ich kann mich an 5 noch erinnern. Und ein guter Kumpel hat gesagt, ich habe wohl irgendwie 8 oder 9 getrunken. Ach du Scheiße. Naja, und irgendwann, jetzt erzähle ich mal weiter. Irgendwann, wenn sich nicht mehr erinnert. Ja. Ja. Irgendwann war es mal so, da ich war halt unten im Tiefenrausch, wo Techno kam und Tom. Dass du den Namen noch weiß von dem Ding. Ja, und Tom war halt oben und ich bin. Und jetzt hast du den Namen. Du kannst den Namen von Leuten verraten, einfach im Internet, die vielleicht nicht genannt werden wollen, Junge. Naja, Trom ist ein Vorne, aber wie viele Troms gibt es auf diesem Planeten? Ja, trotzdem. André wollte. Das ist der Name von meinem Vater, ist egal. André wollte halt, vergesst das, André. Okay, der André, ja. André, also ich habe gefragt, wo ist ein Benny hin, weil ich suche den. Und also ich bin dann oben zum Hausflur halt gelaufen, weil der Techno-Schuppen war halt unten. Und bin dann halt nach oben gelaufen und hab so gesagt, hier André, wo ist denn der Typ, der Benny? Der Typ. Da hat er so gesagt, ja, der hat einen Unfall, der ist gerade mit dem Krankenwagen weggefahren. Was? Scheiße, ja, ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwann, ich glaube, gestürzt bin, das habe ich noch so dunkel in Erinnerung, aber davon weiß ich, also ich habe nicht mehr viel davon gemerkt, ne? So insgesamt. Und ich, keine Ahnung, wahrscheinlich wollte ich Luft schnappen oder sowas, bin jedenfalls beim Rausgehen aus dem Haupteingang, da war an der Tür so ein blöder Metallrahmen, wahrscheinlich für so eine Feuerschutztür. So ganz kleiner eigentlich. Und den habe ich wohl nicht gesehen, bin voll drüber geflogen. Problem ist halt auf dem Weg nach draußen und dann waren so 4, 5 Stufen nach draußen von der Tür nach unten. Und unten war ein metallener Abstreicher. Und da ist so Benny mit dem Kinn drauf gekommen. Genau, da bin ich mit dem Kinn drauf und da hatte ich so eine Platzwunde. Und dann saß ich wohl irgendwie davor. Ich erinnere mich an, dass der Türsteher noch irgendwann zu mir kam und gefragt hat, sag mal, du siehst nicht so gut aus, soll ich dir irgendwie einen Krankenwagen rufen? Da habe ich noch geantwortet, nö, geht schon. Und dann saß ich, glaube ich, habe ich mich, glaube ich, auch noch erbrochen vor der Tür. Jedenfalls sahen meine Klamotten dann so aus. Bis der Türsteher wieder zu mir kam und gesagt hat, jetzt hole ich mal einen Krankenwagen. Und meiner Meinung nach habe ich geantwortet, ja, wenn du denkst, dass es sein muss, oder was in der Richtung. Ja, daran erinnere ich mich noch. Und dann am nächsten Morgen war ich früh um 7:30 im nächsten Krankenhaus. In der Notaufnahme. Genau, ja, da lag ich ja nicht mehr in der Notaufnahme. Achso, und ich erinnere mich noch dran, dass ich wahrscheinlich so irgendwie 3 um 4 rumgeschoben wurde von einem Zivi auf den Gang. Der war voll gechillt, den fand ich sympathisch. Hm. Mit dem habe ich gerade ein bisschen mehr gequatscht, aber der war früh nicht mehr da. Hm. Ja, und ich bin dann irgendwann mit dem Tom, weil Benny hat ja wirklich, der hat ja getrunken und getrunken. Aber ich glaube, Tom wusste nicht, wo ich bin an dem Abend, bin ich der Meinung, weil der hat mir erzählt, der hätte mich gesucht und nicht gefunden, hätte sich Sorgen gemacht. Ja, ne, der André ist halt irgendwie rumgeschlichen und hat dich gesucht gehabt und hat dann bloß gesehen, dass ein Krankenwagen weggefahren ist, als du nicht mehr da warst. Hat dann eins und eins zusammengesessen. Du hattest mir irgendwie erzählt noch, dass dann deine Eltern dich halt abgeholt haben. Ja, die haben mich früh abgeholt, genau. Die haben mich dann irgendwie früh um 8.30 Uhr aus dem Krankenhaus abgeholt. Und seitdem trinkt der Benny kein Alkohol mehr. Genau. Das war die Einschlägererfahrung. Und ich bin halt dadurch, dass zum Beispiel meine Eltern halt immer Kräuter, Nico, also auf Feierlichkeiten, ne, nicht exzessiv getrunken haben,
war ich halt etwas vorbelastet und wusste so ungefähr, wo meine Grenzen sind, bin dann ziemlich besoffen mit allen Filmen gefahren. Bis dahin bin ich auch noch nie an meine Grenze gekommen, dass ich einen Filmriss hatte. Vorher wurde mir immer schlecht, aber der Abend irgendwie, naja, ich habe halt vorher gegessen und dann viel schnell getrunken und dann war es, glaube ich, plötzlich BAM da. Das, was ich tatsächlich meinen Jugendlichen bei der Nachhilfe immer sage, weil, also Alkohol und Drogen ist auch so ein Thema, wo tatsächlich öfter mal das kommt. Ich glaube, weil ich irgendwie, ich bin erwachsen genug, dass man mit mir drüber reden kann, aber ich bin immer noch nicht die Autoritätsperson und sowas. Und dann klappt das eher. Und da sage ich meinen Jugendlichen immer, wenn sie es ausprobieren wollen, dran denken, dass Alkohol eine verzögerte Wirkung hat. Das ganze Trinken war auch nicht so auf Ex, wie es vielleicht jetzt dargestellt hat, sondern hat sich zumindest über 2-3 Stunden hingezogen. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich merke nichts, weil ich halt vorher schön viel Brot gegessen habe. Und dann war halt plötzlich weg. Das ist das, was ich denen immer sage. Wenn ihr jetzt irgendwie also ein Bier oder ein Wodka oder sowas trinkt, dann wartet eine halbe Stunde oder eine Stunde. Klingt, wenn wir eine geologische Studie mit 20 Kupfererz machen. Lumi? Ja? Empfehl einfach den Film Wolf of Wall Street. Da essen die, Wolf of Wall Street ist far ist away von Empfehlung. Jeder denkbaren Realität für Nein, warte mal, im Alter warte von warte mal. 15. Die essen dort 20, warte mal, die essen dort 20 Jahre alte Arznei und da das Zeug ja schon lange liegt, hat das auch eine verzögernde Wirkung. Und die sagen so, ey, wir haben uns jetzt 2 von den Dingern eingeschmissen, nach einer Stunde wirken die noch nicht und dann schmeißen die sich nochmal 3 ein und auf immer. Bam! Ja, kann ich trotzdem nicht 12-Jährigen empfehlen und 13-Jährigen, das funktioniert nicht. Doch. Da komme ich in Teufels Küche, spätestens wenn die Eltern mit mir reden wollen. Caroline, sie mit den Grünhaaren, die ist doch auch hier also oben. Also tatsächlich hat es bei mir Alkohol mit Filmrissen angefangen, lange bevor ich mich überhaupt das erste Mal übergeben habe. Das Beste war... Aber ich hatte nie wirklich schlimme Erfahrungen. Also ich habe dann 1-2 Stunden nicht gehabt, das war ein bisschen erschreckend, aber es war nicht so, dass ich irgendwie... Bei mir haben sie aufgewacht bin. Blutalkohol. Ich bin auch bloß im Krankenhaus aufgewacht, denke ich, wegen der Platzwunde hauptsächlich. Aber die haben dann halt eine leichte Blutvergiftung festgestellt, irgendwie mit 1,8 Promille. Aber Benni, kannst du dich noch erinnern, als André als André sein Offizierslaufbahn zu jetzt erzählst du da wirklich ein bisschen viel. Ich würde mal sagen, wir hören dann lieber auf, weil ich habe keine Ahnung, ob da irgendjemand ist, der das vielleicht doof findet, wenn man irgend sowas im Internet erzählt. Ja. Also deswegen würde ich lieber nicht drüber reden. Wir waren in einem Club und da hattest du schon oft gehört mit Trinken. Und da habe ich sehr viel getrunken, weil es war Flatrate trinken damals noch, was ja jetzt mittlerweile verboten ist. Und Benny kennt's aber. Ich bin dann vom Angels von dem Club rausgegangen und nach oben gegangen zum Hörsaal. Das ist TU-Nähe und ich habe damals in TU-Nähe gewohnt und vom Hörsaal, der ziemlich mittig in Dresden liegt, auf der Elbtalwanne. Sag alles an. Oh mein Gott. Alter, welcher Schlaukopf hat denn den blöden Block bei den Viechern hingetan? Witzbold. Also ich nicht. Keine Ahnung. Ja, alles klar, Lumi. Das war zu scheinheilig. Das war echt scheinheilig. Nee, aber ich musste mir dann für 500 Meter Bergaufstieg musste ich mir ein Taxi rufen, weil ich die Steigung betrunken nicht mehr geschafft habe. Die Geschichte war witzig und die hat ja eigentlich nur was mit dir zu tun. Von daher, das passt doch. Siehst du, hast mich ganz umsonst scheckig gemacht. Ja, aber er hat noch ein Detail ausgelassen, was schon gut ist. Ja, was denn? Ja, wo wir waren. Ach so, ne, ich habe ja Club gesagt. Das provozieren nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, es ist schon gut, dass du das Detail ausgelassen hast. Warum? Ich habe das eigentlich genannt, aber ich habe es schnell wieder weggetütelt. Ich habe dann schnell Club wieder gesagt. Ja, ich sage ja, das ist ja auch richtig so. Ja, ist doch gut, hast du schön gemacht. Lass es doch. Jetzt kriege ich hier noch tolle Kommentare aus der Stube. Mal weiter nach Zahlen. Du hast ja noch 3 Gemälde vor dir. Sag mir nicht, wie ich was zu machen habe. Doch, das machen Frauen immer. Das sollst du langsam gelernt haben. Moment mal. Ja, genau Triggered. Genau du. Ich sag nie jemandem, was er machen soll. Trigger. Nee, ich habe auch nicht gesagt was, sondern wie. Es ging ums wie, nicht was. Ich sag auch niemandem. Doch. Das kam ziemlich einhellig jetzt.
Ich habe vor kurzem in der Bahn mal gesessen, im Sozialschlauch. Weil ich habe Sozialschlauch. Naja, Sozialschlauch. Die Bahn. Ne, die Straßenbahn. Was ein Ausdruck, ey. Habe ich von meinem Onkel, der nennt das immer Sozialschlauch. Genauso wie Glasscheibe ist es. Auch so ein Sozialschlauch, ey. Glasscheibe ist das Smartphone. Und hab drinnen gesessen und haben die in der Bahn geraucht. Oh, das hasse ich. Das sind gute Menschen. Du hast aber echt immer die perfekten Erlebnisse, wenn du mal einmal in 3 Jahren Bahn fährst, ey. Ja, nee, aber warte mal. Ich bin früher immer mit so einer, ich sag jetzt mal, Clique gefahren, die so ein bisschen Adi war. Und habt ihr auch immer geraucht? Ja. Jetzt weißt du, wie das ja, ist. Ja, ja. Ja, und die haben das auch immer gemacht. Aber ich fand zumindest gut, die hatten eine Weinflasche dabei und ein Sixpack mit Bier. Ich finde davon noch nichts gut. Und nee, warte mal, und sonst ist es ja immer so, wenn du mit Bahn in diese Gebiete fährst, Benni, du wirst es wissen, ja. Hast du manchmal immer diese Bierbullen, die halt rumrollen und die hatten ihren Müll wirklich, wo sie ausgestiegen sind, haben sie alle zusammengesammelt und rausgenommen. Das macht trotzdem nie wett, dass sie in der Bahn geraucht haben und gesoffen haben irgendwie. Ja, mein Gott. Also das Saufen finde ich nicht so schlimm, aber das Rauchen finde ich jetzt nicht. In der Jugend hast du viele Sachen gemacht, aber ich fand besonders... Das ist auch heute noch in der Bahn. Ja, aber ich fand besonders dreist zu rauchen. Wir haben ja... Nee, rauchen geht gar nicht. Also das ist ja auch gesundheitsgefährdend für die anderen. Aber ja, aber wir haben ja mittlerweile in den Bahnen haben wir Überwachungskameras drin. Ich fand das ein bisschen dreist da vor diesen Kameras. Da wird niemand sich die Mühe machen, die jetzt ausfindig zu machen. Ja, das hat mein Manni auch gesagt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe einen Kumpel, der... Dass es interessant genug ist für die Polizei da irgendwie. Ja, nee, für die Polizei, aber für die EVB. So. Nur wenn da was kaputt gegangen ist. Boah, jetzt haben wir zu viel über Alkohol geredet. Ich habe einen Follower verloren. Weil wir über Alkohol reden. Weil ihr euch die ganze Zeit anzickt, deswegen wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ja, ich muss mehr über Benni. Ich wurde herausgefordert, die 25 der Schädelhöhle zu erreichen. Ich Wer auch. Von euch kommt morgen mit? Ich. Ja, 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 ja. Wow, dann wirst du sogar einen Gescheit schwätzen. Schwätzen, das nehme ich mit. Hol dir ein Energietonikum, bitte. Eins haben wir ja schon. Ja. Und das ist wichtig. Und halt diesmal wirklich deine Energieanzeige im Auge. Ja, so die Lebensenergie, ja, die ein Problem bei ihr war, oder? Was? Aber Lebensenergie wird ein Problem, oder? Er meint Lebensenergie. Darf ich das jetzt sagen oder ist das dann auch Spoilern? Nein. Ja, wenn du dich das fragen musst, ist es ein Spoiler. Sag einfach nichts. Wir gehen in die Mine. Ich hab Köder gar nicht. Wir Sachen ganz neu. Dürfen wir dir jetzt von Sachen erzählen, die wir erleben in der Mine? Ja. Gut. Ihr seid echt doof, dass ihr da so drauf rumreitet. Wieso drauf rumreitet? Dass man in Spielen nie mit euch einfach entdecken kann. Entdecken kann. Als ich mit dir Borderlands 2 gespielt habe, bin ich auch nicht vorgeprescht, obwohl ich das ganze Spiel schon kannte und habe einfach gesagt, ich laufe dir hinterher, mach du mal, wo du hin willst. Ich war glücklich, dass du teilweise immer ein bisschen doch vorgerannt bist. Ja, und wenn ich gemerkt habe, dass du nicht gerafft hast, wo du hin musst, dann habe ich dir geholfen, aha, aber sonst nicht. Aha. Aha, wenn ich nie gehabt habe, wo ich hin muss, dann bist du vorgerannt, dann kann ich das ja genauso machen, dann läuft das ja gar nicht. Ja, aber ich sag nicht, dass du vorrennen darfst. Du hast ja gesagt, nee, es ist okay. Ich war ja wirklich, ich bin bei Borderlands, war ich bloß auf das Schießen und Töten aus mit den geilen Waffen. Ich bin da gar nicht so sehr auf die Story verzückt gewesen. Und wir haben ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das gestreamt hatten damals schon. Nee, aber nicht. Aber wir haben, glaube ich, 4 Stunden am einarmigen Banditen gehabt. Ja, weil du immer wieder diese blöde Dinger gekauft hast. Weil du irgendwie gefühlt 200.000 Geld hattest und alles. Von Borderlands. Ich bin alles dort ausgegeben wolltest. Einer mit Banditen suchst du ungefähr nach einer Stunde finden. Jetzt kann ich auch was sagen. Ach, Borderlands 1 oder 2? 2. Okay, Borderlands, ich war bei Tiny Tina, aber. Borderlands ist ja, das hast du schon alle das gefunden, wo wir reden. Genau, die zicken. So. Die zicken überhaupt nicht. Wenn, dann zickt Lumi, ja? Du auch ein bisschen. Allein das war jetzt gerade schon extrem. Nee, Tiki wäre gewesen, wenn dann zickt Lumi. So in etwa hat es für mich geklungen. Ja, dann musst du wohl mal deine Ohren waschen. Oder die Füße. Eins von beiden auf jeden Fall. Nein, die Füße, da rutscht der Dreck. Füße, da rutscht der Dreck nach. Genau. Aber es reicht nur ab und zu mal gegen die Wand zu springen. Da blättert er ab. Das Gröbste abbröckelt.
too much information. Das T-Shirt muss alleine stehen, ja? Ich bin zu müde für so eine Scheiße, echt, ey. Zu müde, ey. Geh mal schlafen. Jetzt kommen wir uns nicht wieder damit. Ich kann nicht schlafen. Genug Schlaf. Du hattest genug Schlaf. Ich hab allen versprochen, dass ich heute Nacht Mitleid Dota mach. Du hattest genug Schlaf. Ich bin noch im Bett. Ja, dann fehlt Felix schon wieder. Ah, fuck, fuck, fuck. Scheiße. Ich bin an der Klippe hängen geblieben. Oh nee. Oh, wenn du an der Klippe hängen geblieben bist, war das nicht der Punkt, nicht das Problem. Die Klippen sind ewig weit weg, wo zum Hängen bist. Ich bin Hofarbeit Stufe 10 geworden. Wand springen. Soll ich die Pflanzen 10% schneller wachsen oder lieber Sachen verkaufen wie Wein, Käse und Öl? Was magst du? Du magst doch eigentlich die Tiere lieber. Mach den Wein, Käse, Öl, Scheiß. Wein, Käse, Öl, Scheiß. Wein, Käse, Öl, Scheiß. What? Jetzt alles verkauft. Ein Kürzel bilden? Kurzel, wollte ich gerade sagen. Wir haben ein bisschen was verkauft. Ich habe ganz viel verkauft. Weil wir jetzt von den Auberginen endlich über 100 Samen haben. Jetzt können wir ganz viele Auberginen verkaufen.